Hallo und herzlich willkommen zurück zum Eurotruck Simulator Nummer 2. Wie ich in der letzten Folge gesagt hatte, war die Festplatte tatsächlich voll und wir müssen noch dieses Schmuckerding hier einparken. Das wird so schief gehen. Ich habe keine Worte dafür, wie das schief gehen wird. Ich weiß, dass es schief gehen wird. Ich weiß es einfach. So. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Moment. So. 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 Und ich wollte auch gleich sagen zu Anfang, Musik habe ich jetzt noch nicht eingebaut. Und da wollte ich natürlich euch fragen, und ich wollte auch gleich fragen, welchen LKW sollen wir denn zu Anfang nehmen? Welche LKW-Marke sollte man denn nehmen? Das dürft ihr beides gerne in die Kommentare schreiben. Als LKW-Marken hätten wir zur Verfügung DAF, also diese holländische Marke, die kennt man kennt sowieso alle Marken wahrscheinlich, die hier im Spiel sind. Dann haben wir noch Iveco, den Mercedes-Benz, einen MAN, Renault, Scania und Volvo. Ich weiß halt nicht, welchen man zu Anfang, welcher sich vielleicht anbietet oder welcher vielleicht eher weniger. Und wie gesagt, sowohl Musik als auch diese Entscheidung bitte in die Kommentare. Das wäre mir ganz lieb. Und wir fahren schon wieder in die Schweiz. Ich weiß nicht. Fahren wir noch von Frankfurt nach Köln? Komm, wir fahren von Frankfurt nach Köln. So, Motor an, Gang rein, LKW hängt, oh, komm. Anhänger hängt, meine ich. Oh, die Farbe sieht total geil aus, einfach. So, und wir fahren mal los. Wir müssen hier ein bisschen vorsichtig machen. Hier stehen überall diese komischen Pfeiler, weil hier noch irgendwas drüber geht, irgendwelche Rohre. Muss man ein bisschen aufpassen, dass wir nicht irgendwo dagegen schrappen. So, wir fahren mal hier lang. Kommt da jemand? Nö, da kommt auch niemand. Und ein Iveco-Händler, das trifft sich. Ich weiß gar nicht, welche Marken wir jetzt schon alle entdeckt haben, muss ich zugeben. Warte mal, kann ich nicht hier irgendwie. Ich dachte, das ging hier irgendwie. Ich wollte jetzt den Sitz umstellen, also mal, dass ich vielleicht ein bisschen höher bin. Wenn man hier jetzt auf die 1 drückt, dass es vielleicht ein bisschen höher ist, aber ich weiß gar nicht mehr, wie das ging. Ich guck mal ganz kurz. Mist, ich weiß es nicht mehr. Sprache, Temperatureinheit. Kabinenzubehör, nur als Spielerweiterung. Schade. Rotation, Blinkerkamera, nö. Lenkerkamera auch nicht. Spotlight-Bilder, eigentlich nicht so. Realistischer Treibstoffverbrauch, ja, das können wir mal noch anmachen. Das können wir mal noch, das machen wir mal noch an. Das ist vielleicht ganz sinnvoll. Da kommt das Ganze ein bisschen realistischer noch. Das ist, denke ich, ganz sinnvoll so. Wahrscheinlich werden wir jetzt so extrem viel mehr Sprit verbrauchen. Und ich habe schon wieder vergessen, die Uhr einzuschalten, weil ich blöd bin. Aber ich bin ja jetzt hier an der roten Ampel, da kann ich das ja fix mal machen. Erledigt. Und die Ampel ist immer noch rot. Das ist ja super. So, jetzt ist sie wieder grün. Das trifft sich. Ach, vielleicht sollte man nicht im 9. Gang direkt anfahren. Im 4. geht es schon ein Stück besser. Müssen wir geradeaus? Ja. Na schön, dann verlassen wir ja Frankfurt schon bald wieder. Was ja eigentlich an sich ganz gut ist, nicht? LKW-Händler haben wir ja jetzt. Da können wir ja drauf zugreifen, wenn wir das denn möchten. Je nachdem, welchen LKW. Für welchen LKW ihr euch entscheidet. So. Und ansonsten. So, machen wir hier ein bisschen Platz, Junge. Muss hier mal rum. Ich habe irgendwelche komischen Tanks hinten drauf. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Irgendwas für Chemie. Mist, ich muss darüber, Junge. Dann fahr gib wenigstens Gas, wenn du schon vorbeiziehen musst. Ach, weißt du. Und jetzt wieder in meinem Tempo neben mir herfahren. Idiot. Werde ich sauer werden.
Egal, den kaufe ich mir auf der Autobahn, den kaufe ich mir. Wahrscheinlich nicht, weil er dann Gas gibt. Wie blöd, aber. Alter, jetzt fahr doch! Vollidiot. Das war jetzt wahrscheinlich die Rache dafür, dass ich mir auf der Autobahn kaufen wollte. Egal, was soll's. Huckel, huckel, huckel. Mit 30 auf die Autobahn, das ist ein Traum. Auch Blinker aus. Und wir geben wieder ein bisschen Gas. Juhu! Ja, weiß ich nicht, muss nur mal gucken, wie das ging. Irgendwie ging das, dass man den Sitz noch verstellen konnte. Aber ich weiß leider nicht mehr wie. Egal, muss ich mal gucken. Wobei, Moment. War das nicht hier unten irgendwo? Fahrerhausanpassung, ja, da ist es doch. Stell die Spiegel ein. Hier, Sitz wollte ich einstellen. Hier ein bisschen weiter vor vielleicht. Und vielleicht ein bisschen hoch. Das nicht unbedingt. Warte mal kurz. Dann machen wir zurück auf Standard und nehmen mal jetzt nur zwei hoch vielleicht. Und einen vor. Das ist, denke ich, okay. So. Und wir fahren weiter. Ich denke, das geht, oder? Ist jetzt ein bisschen, man sieht jetzt ein bisschen mehr von der Scheibe, denke ich, und die Seitenspiegel sehen wir jetzt auch ein bisschen besser. Ich denke, das geht. Da sehen wir nicht unbedingt so viel vom Lenkrad im Bildschirm. Was? Das muss man ja eigentlich nicht unbedingt sehen. Wir fahren schon wieder 85, ich mach mal hier Tacho an. Tempomat meine ich. Junge, Junge, das Ding hat auch schon 94.000 Kilometer auf dem. Nicht schlecht. Wir fahren noch 200. Knapp. Naja, wir fahren einfach mal. Wir gucken mal. 3 Stunden, 3 Minuten, 188 Kilometer. Ja, krieg mal hin. So, wir müssen ja mal ganz kurz rüber. Entschuldigung. Huch, was war das gerade? Ja, mit ein bisschen Musik im Hintergrund wäre das jetzt vielleicht schon ein bisschen schöner, aber ich weiß halt nicht, was passen könnte. Und ich will auch nicht irgendwas mixen und dann kommt da irgendwie so Techno und danach kommt Klassik oder irgend sowas. Mal als krasser Vergleich ist halt auch blöd. Ich weiß es halt nicht. Ich weiß auch nicht, was ihr gerne hören würdet. Von daher lasse ich euch das mal entscheiden. So, Platz da. Bin 3 Kilometer schneller als ihr. Wahrscheinlich geben die eh gleich wieder Gas. Und zwar allesamt. Nicht? Nö, tatsächlich nicht. Ah, guck mal, der ist jetzt rübergefahren, da kann ich auch mal hier. Müssen wir mal tanken? Komm, wir fahren einfach mal tanken. Genau. Dann machen wir. Ah, jetzt gibt der Gas, der Idiot. Mann, fahr. Zieh halt vorbei. Idiot. Kann wohl nicht wahr sein. Entschuldigung. So. E und Eingabe. So, lass mal ein bisschen Sprit nehmen, mal sehen, wie viel Neid passt. Oh, hier, das Lenkrad dreht sich so geschmeidig und es ruckelt nicht mehr. Ach, es ist ein Traum. Alter, wie viel passt denn da rein? 700 Liter haben wir jetzt fast getankt. Oh, krass. So, mal kurz runterschalten. So, und weiter. Was haben wir da? Solarfisch? Ach nee, Polarfisch. Und Aria, ein Holztransporter. Der Mundsaft wäre auch nicht schlecht, ne? Sieht auch gut aus eigentlich. Wobei ich die alte Front irgendwie schöner finde, muss ich zugeben. Ich kann mich mit dem neuen nicht so anfreunden. Ist egal, wir fahren jetzt hier mal wieder auf. Wir haben sowieso noch nicht genug Geld für einen eigenen LKW, von daher haben wir da, glaube ich, noch ein bisschen Zeit zu. 25.000 haben wir. Ja, so 110, 120.000 hätte ich schon gerne, dass ich einen eigenen LKW habe. Noch ein bisschen was auf Reserve.
für, weiß ich nicht, wenn wir einen Unfall haben oder wenn wir mal, dann mal tanken müssen. Ach Mann. Da wäre es schon ganz schön, weil das müssen wir dann ja selber bezahlen. Das zahlt dann nicht mehr die Firma, weil das ist dann ja unsere Firma. Also zahlen wir das. Fertig. Einfach ist das. Nicht mehr hier die Spedition, wo wir jetzt irgendwie Gastarbeiter sind oder irgendwas oder keine Ahnung, was wir da eigentlich sind. Wir fahren da eine Tour und dann ist Ende. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch nur eine andere Spedition, der wir hier dann Konkurrenz machen. Und wir werden sie natürlich aus dem Markt verdrängen, das ist ja ganz klar. Aber wir fahren wieder 90, wir müssen mal ein bisschen runter. So, 87 geht, glaube ich. Und also in dem Bereich rumzuckern. Schöne Felder da übrigens, sieht ganz gut aus. Ist auch gut, dass es jetzt mal Tag ist, auch wenn es langsam wieder Abend wird. Aber man muss schon sagen, es sieht schön aus. Straße sieht schön aus. Der LKW natürlich auch, der sieht Hammer aus einfach. Da hinten ein fetter Strommast. Auch nicht schlecht. Über was könnte man denn jetzt reden? Wir haben noch 100 Kilometer vor uns, das ist nicht mehr allzu viel. Oh, da habe ich wieder ein Tempomat ausgemacht gehabt. Junge, zieh vorbei. Gib Gas, Mann, wenn du schon überholen musst. Blöd, Mann. Guck mal hier, so ein Mercedes-Benz sieht aber. Sieht halt auch nicht. Sieht halt auch nicht scheiße aus, ne? Sieht auch schon geil aus, so. Ich weiß es halt nicht. Komm mal vorbei. Ja, wir können wieder rüber. So. Eigentlich wollte ich ja mehr die Seitenspiegel benutzen. Entschuldigung, jetzt habe ich wieder auf die 2 einfach geguckt. Ich werde versuchen, das zu ändern. Auf jeden Fall. Ich könnte ja jetzt was singen, aber ich glaube, das sind. Nein. Das möchte ich nicht. Scheiße. Rena Logistik, jetzt. Ach Mann, fahr! Sieh! Scheiße, ich muss da eh runter. Ach komm, da bleib mal hinter dem jetzt. Ist auch egal. Alter, 60, Junge. Hier sind 80 für LKW, Mann. 80, also fahr auch 80. Ach, jetzt rüberziehen. Ja, ich glaub's auch. Ja, tschüss. Ich passe es ja wohl nicht. Boah. Knallhart, ey. Ach ne, das ist so eine doppelspurige Abfahrt. Ah, okay. Oh, Platz da. Toll. Toll. Mann. Bisschen drängeln, wie sich das gehört. So. Jetzt sind wir hier. Fahr doch, Mann. Hier sind 40 und keine 20. Blöd, Mann. Manchmal, ey. So, jetzt fahrt. Geschwindigkeitsbegrenzung ist aufgehoben, also gibt Gas. Na bitte, geht doch. Was ich vielleicht noch sagen könnte. Wag es dir rauszuziehen, Junge. Wag es dir. Sehr gut. Schlauer Junge. Er möchte noch leben. Nächstes Let's Test kommt dann morgen. Um 18 Uhr. Ja, doch, kommt dann morgen um 18 Uhr. Wird was sein. Ja, ist vielleicht. Die Spielereihe an sich ist wahrscheinlich bekannt. Durch neuere Titel in letzter Zeit, aber der Teil vielleicht eher weniger, den ich da ein bisschen anzocken werde. Der ist dann vielleicht eher weniger bekannt. Kann ich aber ehrlich gesagt nicht sagen. Also ich habe ihn gesehen und habe gedacht, komm, den nimmst du mit. Das machst du. Ich weiß aber halt nicht, ob der wirklich so bekannt ist als Spieltitel. Auch werden wir sehen. Werden wir sehen. So, wir haben noch 30 Kilometer. Das ist auch nicht mehr so viel. Ich würde sagen, wir hängen noch eine zweite Fahrt dran. Laut Timer bin ich bei 10 Minuten. Also sind wir jetzt vielleicht bei 15 Minuten. Ich habe ja den Timer wieder voll pünktlich gestartet. Und ja, wir hängen noch eine zweite Fahrt dran und gucken mal, wo es uns dann hin verschlägt. Vielleicht mal. Ja, nach England kommen wir vielleicht noch gar nicht. Wäre interessant.
Gerade wegen dem Linksverkehr, aber ich glaube, da kommen wir noch gar nicht hin. Ich habe. Wir haben schon wieder fast weggerutscht. Das ist, war glaube ich, letzte Folge schon mal. Mir egal. Ich hatte jetzt so einen Schwung drauf, da jetzt abzubremsen, hätte ich auch halb auf der Straße gestanden. Da ziehe ich lieber gleich raus. Sorry. Ist halt so. So, guck mal, da drüben müssen wir schon hin. Jupp, Karum. Kölle Alaf. Nicht. Auch wenn es schon wieder rum ist. Glaube ich. Ich hab da keine Ahnung. Ich kenne mich mit Fasching nicht aus oder Karneval oder was auch immer das ist. Ich weiß es nicht. Es interessiert mich eigentlich auch nicht, weil ich damit noch nie was anfangen konnte. Toll. So. Halt, Handbremse rein. So, jetzt kann man. Ja, fahr halt noch. Ist zwar rot, aber ist ja nicht so schlimm. Ach, Blinker war schon gesetzt. Entschuldigung. So. Geh aus. Ah, zu ITCC. Oh, guck mal, da haben wir gleich ein Fragezeichen daneben. Komm, wir gucken mal, ob es in Köln zwei Fragezeichen gibt. Wenn es zwei Fragezeichen gibt, auch wenn es nur eins gibt, wir fahren die mal ab. Auch wenn das wahrscheinlich nur eine Arbeitsagentur sein wird, denke ich. Da wäre ich jetzt fast auf dem Grünstreifen. Köln. So, müssen wir ein bisschen runterbremsen. So, 50. Ja, ist eine Jobbörse, sehe ich von hier. Komm, wir fahren trotzdem mal hin, einfach nur, dass wir es entdeckt haben. Guck mal, grün wird auch gleich. Kann ich wieder rüber. Bester LKW-Fahrer der Welt. So, haben wir. Jetzt mal kurz ein bisschen Gas geben, dass wir hier noch drüber kommen. Jawohl, passt. Jetzt müssen wir hier nur noch um die Kurve kommen, richtig. Perfekt. So, drehen wir halt mal eine kleine Ehrenrunde. Hat auch noch niemanden geschadet. Zeit haben wir, glaube ich, auch noch genug. So, Kumpel. Kollege. Flammable. Von daher ist es, glaube ich, nicht ratsam, da drauf zu fahren. Da kriegt man ein Problem. So. Na komm. Na bitte. Ja, so Unfälle mit LKWs sind auch immer was Schwieriges, ne? Sind auch immer, gerade wenn du Autofahrer bist oder so, vor dir LKW, hinter dir LKW, der LKW hinter dir brettert dir drauf und schiebt dich auf den vorderen LKW, hast du verloren. Hast du absolut verloren. Habe ich auch, glaube ich, schon mal erzählt, ne? Gibt aber natürlich nicht nur die Art von Unfällen. Gibt auch, ja, so ein Tanklastzug, ne? Kippt um, reißt auf und das ganze Zeug, die ganze Brühe, die da drin ist, läuft die ganze Autobahn runter. Einerseits hast du da als LKW-Fahrer deinen Spaß. Und vor allem haben die Feuerwehrleute ihren Spaß. Wenn du Pech hast als Feuerwehrmann, ist es irgendein Giftstoff oder irgendwas, dann darfst du im Chemieschutzanzug rumrennen. Und das vielleicht noch bei 35 Grad im Schatten. Und auf einer Autobahn gibt es normalerweise sehr wenig Schatten. Da kann man sich vorstellen, wie das dann so ist. Das ist, glaube ich, dann toll. Da steht dann, glaube ich, auch der Schweiß bis zum Bauch hoch in diesem Anzug, wenn du da ein paar Stunden drinne warst. So, aber lass mal nur dazu, Rückwärtsgang. Ja, wir müssen gar nicht mehr kurz lenken, wir müssen aber nicht geradeaus rückwärts kommen, irgendwie so halbwegs. Na, wir rutschen schon. Na, sieht gut aus, sieht gut aus. Doch, so passen wir da. Jawoll. So, Lieferung, Jungs. Perfekt. Und wieder einmal ausgezeichnet. Yeah. Ah, das war also hochwertige Fracht. Okay. Druckbehälter waren das. Oha. So, was können wir machen? Schon wieder Druckbehälter? Weiß ich nicht. Schon wieder Druckbehälter. Druckbehälter. Autos wäre vielleicht mal ganz interessant. Gibt zwar ein bisschen weniger Geld, aber ich will nicht schon wieder Druckbehälter machen. Wobei die Strecke auch schon wieder die gleiche ist. Komm, egal, da fahren wir eine neue Strecke. Es sind jetzt Druckbehälter, ist keine neue Fracht, aber die sehen wir eigentlich eh relativ wenig. Ich bin ja immer in dieser Ich-Perspektive. Oh, guck mal, wir fahren einen schönen Iveco. Naja, wobei ich von Iveco nicht ganz so begeistert bin, wenn ich ehrlich bin. Sieht zwar ganz schön aus, aber ja, weiß ich nicht.
bin von Iveco hier irgendwie nicht so ganz überzeugt. Aber ich glaube, wir haben eine Karre, die nicht ganz so gut ziehen kann, ne? Jetzt müssen wir auch noch so einen Berg hochruckeln, wo ich nicht mehr weiß, ob wir hier überhaupt richtig sind. Oh Gott. Yeah, mit 26 km/h hier raus. Yeah, es wow, ein Rausch. Voll den Tunnelblick schon vor lauter Geschwindigkeit. Wow. Mist, wo müssen wir lang? Ich glaube hier lang, ne? Das ist einfach nicht angezeigt, wird ein bisschen blöd. Halt! Da ist die Schranke unten. So. Komme ich da rum? Komme ich rum? Passt, passt. Also müssen wir hier lang. Ach Gott. Was haben wir denn da für eine Karre nur? Geil. 360 PS. Geil. Kein Wunder, dass das nichts wird. Entschuldigung. Da wundert mich gar nichts. Nummer. Na los, komm, komm. Jetzt mach. So, hier nochmal um die Kurve rum. Das ist ein Traum. So, hier sehen wir auch mal die. Ah, okay, die Druckbehälter sind auch während der Fahrt noch. Da haben wir auch lieber keinen Unfall mit, ne? Druckbehälter. Kommt doch nicht so gut, wenn wir damit umkippen oder was. Aber es sieht cool aus. Es sieht einfach geil aus. Entschuldigung, es sieht geil aus. Auch die Sonne da hinten sieht cool aus. Nein! Alter! Scheiße! Na toll. Was habe ich da für einen Auftrag angenommen? Ach Gott. Alter, das Gaspedal steckt schon. Das ist schon durchs Bodenblech durch einfach. Oh fuck. Ich traue mich nicht zu schalten. Na komm. Ah, ich hab's gewusst, ich hab's gewusst, ich hab's gewusst. Ich hab gewusst, dass wir da gleich wieder absacken. Hinterreifen, das kann nicht gesund sein, das kann nicht gesund sein. Vor allem wir sind schon wieder auf 2500 Umdrehungen. Und wir sind bei 14 Kilometer. Ach Gott, was habe ich da für einen Auftrag nur angenommen wieder? Warum hat mich keiner davon abgehalten? Oh Gott. Aber wir haben es gleich geschafft, hoffe ich. Aber stell dir mal vor, damit würden wir jetzt nach Österreich und in die Schweiz fahren, irgend so einen Berg hoch. Da würden wir sowas von niemals hochkommen. Jetzt kann ich vielleicht auch wieder schalten. Jawohl. Oh Gott. Alter, man kann ja so eine kleine Zugmaschine mit 360 PS an so, wie viel sind denn das? Sind das 21 Tonnen? Sind das 21 Tonnen? Das steht hier gar nicht. Ich glaube, es sind 21 Tonnen. Ich kann ja mit so einem Ding 21 Tonnen ziehen. Das geht doch nicht. Schrecklich. Geht gut los, die Fahrt. Immerhin aber keinen Schaden. Haben wir nicht. Scheiße. Das kann ein bisschen dauern. Ne, wir kacken schon wieder ab. Nein, das ist doch keine Steigung, Mann. Und wir kacken schon wieder ab. Das gibt's da nicht. Naja, kann ich wenigstens mal kurz einen Schluck trinken. Hüsser, 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 Hüsser. Hat's wieder kurz geleckt. Warum auch immer. Jetzt. Na komm schon. Jetzt fängt sie an zu lecken. Was ist denn nur los? Verdammt. So. Ja, jetzt fängt sie an zu ruckeln. Was ist denn das nur immer? Verdammt. Okay, es wird glaube ich immer schlimmer. Ich fahre hier mal. Wow, Alter. Ich fahre hier mal kurz ran. Hallo? Die waren's. So. Ich würde sagen, wir machen mal eine Pause. Wir machen mal eine Pause. Es muss dann nächste Folge einfach weitergehen.
Tut mir sehr leid, aber jetzt geht's wieder, oder? Nee, jetzt bricht's gerade wieder ein. Ich bin verwirrt. Jetzt scheint's. Nee, jetzt. Ich verstehe es nicht. Ich probiere es nochmal. Höp. Runterschalten. Bricht schon wieder ein. Das gibt's ja gar nicht. Naja. Hallo, geh aus jetzt. So, jetzt geht's aber wieder. Sehr komisch, jetzt geht's wieder. Wer weiß, was das war. Hoppa, 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 hoppa. Wir fahren weiter. Hoppa, hoppa, hoppa. Mit 30 Kilometern die Stunde. Hoppa, hoppa. Scheiße. Das gibt's doch nicht. Oh oh. Oh oh. Müssen wir. Ich hoffe jetzt stark, wir müssen den Berg runter und nicht rauf. Ja, wir müssen den Berg runter. Och, ein Glück. Wenn wir diesen Berg jetzt hochgemusst hätten, das hätte niemals funktioniert. Aber wir müssen zum Glück runter. Jetzt hängt das schon wieder an. Das ist doch echt zum Kotzen. Entschuldigung. Hallo? Ach, wir müssen doch gar nicht blinken. Ja, blöd. Okay, pass auf. Ich wollte trotzdem sagen, wir machen jetzt hier mal einen kleinen Break. Jetzt muss ich das halt doch irgendwie mitten während der Fahrt machen, aber es geht halt nicht anders. Es fängt schon wieder an zu ruckeln, wie blöd. Össer. Wir fahren wenigstens mal nach der Seite so ein bisschen. So, da stehen wir hoffentlich keinen im Weg. Motor aus, Handbremse an. Warnblinker können wir auch anschmeißen, ist egal. So, und ich würde sagen, wir verabschieden uns dann doch mal bis in die nächste Folge. Tschüss, Sikorski.